Bisher haben wir in Fusion 360 gelernt, wie wir einfache Objekte erstellen und diese anordnen und natürlich auch, wie wir mit Ebenen arbeiten, mit Konstruktionsebenen. Und heute möchte ich euch erst einmal zeigen, bevor wir wirklich ins Eingemachte gehen, wo wir die ersten Objekte wirklich konkret designen, wie wir diese Objekte denn auch auf den Drucker bekommen. Ich habe hier den Voron Zero neben mir stehen und habe hier natürlich auch ein paar andere Drucker im Studio stehen. Und es ist natürlich interessant zu wissen, wie man seine gestalteten Objekte aus Fusion 360 herausbekommt und dann drucken kann. Und da gibt es mehrere Wege und wir fangen gleich mal an. Ich öffne hier mal ein Projekt. Das ist bei mir jetzt hier der Keyfob, den ich mal designt habe, also der Schlüsselanhänger von Makorama. Der ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Wie ihr sehen könnt, das ist einfach wirklich nur das Makorama-Logo mit einer kleinen Outline drumherum, die ich dann einfach extrudiert habe. Und hier oben nochmal so ein kleines Schlüsselloch entsprechend, wo man dann nochmal so, so einen Schlüsselring entsprechend dran machen kann. Und wir sind auch jetzt bereits im Design Workspace, also da, wo wir eigentlich immer anfangen, entsprechend, wenn wir ein Objekt gestalten wollen. Der hilft uns aber aktuell nur bedingt weiter. Es gibt mehrere Methoden, habe ich erwähnt. Die eine Methode wäre, dass ich zum Beispiel sage, ich gehe hier im Browser auf Bodies und sage hier Rechtsklick und sage, ich möchte das Ganze gerne als Mesh speichern, also als STL-Datei oder als Step-Datei oder als Object-Datei und sowas in Richtung. Das kann ich natürlich alles hier einstellen, kann die Auflösung einstellen, kann hier verschiedene Parameter einstellen und kann sagen, okay, ich möchte das Ganze sogar gerne an eine Anwendung senden. Zum Beispiel mal jetzt hier kann ich mir aussuchen, ich hätte gerne, sortieren wir das Ganze mal alphabetisch und dann gehe ich hier unten auf den Orca-Slicer, das ist der Slicer, den ich momentan normalerweise gerne nutze. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte das Ganze gerne exportieren. Und er schiebt mir das Ganze, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier gerade ein paar Testdrucke vom Voron Zero für das Material. Er schiebt mir das Ganze in den Orca-Slicer rein. Und ich habe hier dann auch entsprechend schön den, den Schlüsselanhänger auf der Druckplatte entsprechend liegen und kann den jetzt slicen und an den Drucker schicken. Statt das Ganze jetzt als STL-Datei, 3MF oder OBJ-Datei rauszurechnen und an den normalen Slicer zu übergeben, kann ich das Ganze aber auch direkt in Fusion 360 für einen Drucker slicen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Da müssen wir natürlich erstmal aus dem Design Workspace rausgehen und in den Manufacturer Workspace, also in den Herstellungs-Workspace gehen. Und dort sehen wir dann hier oben auch verschiedene Werkzeuge. Ich habe jetzt hier schon Additiv, also 3D-Druck ausgewählt. Da gibt es noch einmal CNC-Fräsen und natürlich Drehbank zur Herstellung. Und da haben wir erstmal gar keine große Veränderung von der Optik her, sondern wir haben auch hier links unseren Browser. Da sind natürlich andere Bereiche entsprechend, die wir sehen. Und wir haben unser Objekt, was erstmal ganz normal dort liegt, wie wir es sonst auch üblicherweise kennen, was wir ganz normal drehen können. Und da gehe ich erstmal hier oben auf den Einrichtungsprozess, also den Setup-Prozess und sage, ich möchte erstmal einen neuen Prozess starten. Und dann bekomme ich hier an der Seite erstmal so ein kleines schickes Pop-up. Und da sage ich, okay, ich muss eine Maschine auswählen. Und wir gehen mal drauf und schauen uns das mal an. Und kriegen hier links an der Seite erstmal die Fusion 360 Library vorgeschlagen. Ganz einfach deswegen, weil in meinen Maschinen momentan lokal oder online verknüpft momentan noch nichts drin ist. Das können wir natürlich jetzt ändern. Ich kann natürlich jetzt sagen, okay, ich habe zum Beispiel mal, was weiß ich, einen... Ihr seht schon, da ist einiges an Druckern drin, die man so entsprechend kennt. Also hier ein Ender 3V2 Neo. Da ist natürlich auch was von Arnet, ein BCN 3D. Hier ein Anycubic Photon Mono. Anycubic Chiron. Dann hier den Arnet A8. Also es sind schon einige Drucker drin. Auch von Creality jetzt hier. Dann gibt es noch Maschinen von EOS. Genau, Flashforge haben wir da gerade gesehen. Prusa gibt es auch. Formlabs gibt es. G-Tech gibt es, Lulzbot und hier sind wir bei Prusa zum Beispiel, da sind auch die Prusa SLA-Drucker mit dabei, die zwei und natürlich auch die ganzen Chidi-Maschinen, was ich sehr cool finde. Was ich leider schade finde, ist, dass es keinen Voron gibt. Es gibt zwar die ganzen Ultimaker-Maschinen, auch die XYZ-Drucker, die man entsprechend zu kaufen bekommt. Aber es gibt leider Gottes keinen Voron. Das heißt also, unseren kleinen Voron Zero, die Harley Quinn, die müssen wir uns nochmal anlegen. Aber ich füge jetzt erst einmal als allererstes den Prusa Mini hinzu. Den füge ich jetzt erstmal einfach, ich ziehe den hier rüber in meine lokalen Maschinen und sage damit, okay, ich füge den einfach mal hinzu.
Ihr seht jetzt schon hier in der Liste, dort kann ich natürlich die Maschine auswählen, kann die nochmal bearbeiten, kann sagen, hey, der hat jetzt keine, wie bei mir, zum Beispiel keine 04er-Nozzle drauf, sondern eine 06er-Nozzle, das können wir gerade mal machen. Ich kann dem Ganzen auch einen Namen geben, wenn ich möchte, ja, oder hier in der Beschreibung entsprechend einen Namen geben. Die Plattform sollte soweit passen, die Beschränkungen vom Druckbett und von der Maschine entsprechend sollten soweit auch passen. Und hier haben wir zum Beispiel mal den Extruder Diameter. Das ist halt unsere Nozzlegröße und das ist nicht 04, sondern beim Mini jetzt momentan eine 06er Nozzle. Natürlich, wenn wir das Ganze wieder zurückstellen, müssen wir uns entweder den Mini nochmal neu anlegen oder wir gehen hin und sagen, okay, wir klonen das Ganze mal und fügen das nochmal ein. Und ich sage jetzt hier 0,6 mm Nozzle. Ja, wenn man noch richtig schreiben würde. Nozzle. Okay. Moment, da muss ich nochmal natürlich unter Extruder nochmal die Nozzlegröße anpassen. Okay. Und jetzt könnten wir quasi auf dem Mini schon losdrucken. Aber ich habe ja erwähnt, ich möchte noch gerne den Boron Zero anlegen, weil der ist momentan der Drucker, den ich hier neben mir stehen habe, den ich gerne mal in Fusion 360 ausprobieren möchte. Und deswegen gehe ich hin und sage hier oben mit dem Plus-Symbol, ich möchte gerne noch eine additive Maschine hinzufügen. Ihr seht schon, ihr könnt hier auch alle möglichen anderen Maschinen hinzufügen, aber wir wollen jetzt erstmal nur einen 3D-Drucker hinzufügen, weil ich keine Fräsmaschine da habe oder sonst was in Richtung, wo ich hier mit dem Programm arbeiten könnte. So, als Vendor sage ich da einfach mal Boron. Maschine ist die Zero. Und dann sage ich hier Harley Quinn. Fertig. Ein Logo lege ich jetzt da nicht an. Die Plattform stellen wir mal ein in 120. 120. 120. Origin stellen wir auf 000. Okay, die Limits sollten soweit auch passen. Extruder passt soweit auch alles. Wir haben eine 0,4er Düse drauf. Wir haben 1,75 mm Durchmesser. Ja. Extruder 1. Ah, Extruder 0, Extruder 1. Extruder 1 haben wir in dem Sinne nicht. Den können wir wegwerfen. Den brauchen wir auch gar nicht. Extruder Offset lassen wir jetzt auch erstmal so, wie es ist. Und schon sind wir soweit. Okay. Dann wählen wir den Drucker aus. Und jetzt sehen wir schon mal grob, wie denn der Bauraum dieser Maschine ist. Falls ihr euch schwer tut, es sieht hier momentan so aus, als wenn das so eine Wanne wäre. Im Prinzip ist es aber nur so eine, naja, transparente Darstellung des Druckbetts, was er hier entsprechend aufbaut. Das ist also keine Wanne, sondern hier oben diese helle Fläche ist quasi die Oberfläche von diesem Druckbett. Das sieht erstmal ein bisschen, naja, ich sag mal, fehlleitend aus, aber in Wirklichkeit ist es keine Wanne, sondern hier oben ist quasi diese Oberkante, ist quasi die Druckfläche. Das ist halt ein darstellungsmäßig, finde ich ein bisschen schade, dass das nicht schöner dargestellt wird, aber es ist so. Dann wählen wir als nächstes mal die Druckeinstellungen aus. Und da brauchen wir natürlich ein Material und ich habe hier schon mal ein ABS vorher in meine lokalen Settings reingelegt. Das können wir erst einmal auswählen und können es dann auch natürlich nochmal bearbeiten. Ihr habt hier nochmal in der Fusion 360 Library eine kleine, aber bescheidene Auswahl. Hier gibt es ein Ultimaker, Breakaway, Bound Tube, Material. Also es ist wirklich überschaubar, was an Materialien drin ist. Es ist wie beim Orca Slicer momentan. Da sind auch die Generic Materials, also ABS, PLA, PETG etc. mit dabei. Und hier habe ich mir schon mal ein ABS angelegt und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal kurz reingehe, es könnte einfacher und überschaubarer sein, in dem Punkt entsprechend die Materialien einzustellen. Wir haben hier erstmal ganz normal die ganzen Extrusionswerte. Wir haben die Wandstärken, wir haben das Infill. Wir können sehr viele Infill-Varianten auswählen, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben Druckbett-Support, also wie ist es, Printbed-Adhesion. Wir haben Support ganz normal. Druckgeschwindigkeit. Und dann fehlt natürlich auch noch irgendwas mit der Temperatur, die wir einstellen müssen für das Druckbett und natürlich auch für den Druckkopf. Hier oben unter General haben wir natürlich das, wie heißt das, Heizbett, wo wir dann entsprechend die Temperatur fürs Heizbett einstellen müssen. Das habe ich mir jetzt aus dem Orca-Slicer rüber kopiert. Das sind bei dem 3D Fuel Workday ABS sind das 105 Grad. Aber wie wir sehen, hier sehen wir nirgendwo jetzt irgendwo eine Düsentemperatur. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo wir die finden. Und das finden wir dann unter
Extrusion, und zwar hier unten unter Extruder Temperature. Ist also nochmal ganz woanders versteckt als das Druckbett. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie zusammenhängt, dass man da so hin und her klicken muss. Aber wir können hier natürlich sagen, okay, das ist die Temperatur, die ich über den Temp Tower bei dem Workday ABS schon festgestellt habe. Das ist 240 Grad. Hier gibt es nochmal eine Standby-Temperatur und wir können hier den Flow in Prozent angeben. Das heißt, wir müssen nicht jetzt unbedingt 0,98 oder 0,95, sondern wir können hier direkt sagen, okay, ich habe 98% Flow. Das ist eigentlich an sich ganz cool. Das ist schon recht nice gemacht. Ansonsten lasse ich die Werte jetzt erstmal so, wie sie sind. Ich exportiere das Ganze jetzt mal so und dann sage ich, okay, ich möchte, das Modell muss natürlich dieses hier sein, was ich auf der Druckplatte platzieren möchte. Und ganz wichtig, Arrangement, Setup, sagt er hier entsprechend natürlich auch einen Haken, dass das automatisch entsprechend platziert wird. Und ich sage einfach mal, okay. Er sagt mir jetzt hier nochmal, okay, wie möchtest du es ausrichten, in 2D, in 3D. Ich sage jetzt einfach mal in 3D, weil ich, wenn ich ein Objekt habe, was irgendwo oben in der Luft hängen würde, das jetzt auch auf die Druckplatte runterpackt. Und ich wähle die Komponente aus. Na, ich habe es ja schon ausgewählt gehabt. Und drücke auf OK. Es dauert einen Moment und schon seht ihr, ist das Ganze auf der Druckplatte platziert, so dass man das gleiche auf den Drucker werfen kann, quasi, dass er in der Mitte quasi diesen Schlüsselanhänger druckt. Dann gibt es natürlich auch noch Fragen bezüglich Features wie zum Beispiel mal Support. Wie richte ich einen Support ein? Nun, dafür richte ich jetzt erstmal das Objekt, weil das Objekt flach auf der Druckplatte liegt und eigentlich keinen Support braucht. Da bin ich jetzt einfach mal fies und wähle mir hier mal, okay, ich möchte das Objekt auf der Plattform platzieren. Das ist so ein automatisches Orientierungstool. Und dann sage ich hier, okay, ich möchte eine Oberfläche auswählen, also Flat Face quasi, nicht die ganze Komponente, sondern nur eine Fläche von dieser Komponente. Und dann wähle ich mir jetzt mal hier unten diese Fläche hier aus und sage, okay, ich möchte das genau da drauf platzieren. Und ich möchte keinen Abstand zur Plattform haben. Beim SLA-Druck kann es natürlich nützlich sein, wenn man sagt, okay, man möchte gerne noch mal ein bisschen Abstand zur Druckplatte haben, weil man sonst diesen Elefantenfuß hat. Das möchte man normalerweise dann nicht beim SLA-Druck. Und dann sage ich, okay, und schon platziert er mir das Ganze so, wie ich das gewollt habe, genau auf dieser Ebene hier entsprechend auf der Druckplatte. Und jetzt können wir sagen, ich möchte mal Support generieren. Hier seht ihr einmal so ein Bar-Support, das ist so eine Art Tree-Support fast schon. Und dann hier den Solid-Support. Und den wähle ich jetzt einfach mal aus und dann sage ich, okay, hier richte ich jetzt mal ein, was weiß ich, ich bin mal ganz dreist, ich sage jetzt einfach mal 30% Steigung, 30 Grad Steigung für das Modell. Und ich mache hier einen Doppelklick auf das Modell, um nicht nur die eine Fläche auszuwählen, sondern das ganze Objekt. Irgendwelche Bereiche, die man vermeiden muss, gibt es nicht. Es gibt auch keine Abstände zu anderen Objekten oder zu anderen Support, den man entsprechend beachten muss. Deswegen wähle ich jetzt hier einfach mal OK. Er rödelt hier ein bisschen, man sieht es dort, und er platziert dann relativ zielgenau den Support, wo er hin muss. Also hier, wo es diese lange Gerade gibt, die sich so als Überhang erweist. Hier unten nochmal natürlich, weil wir hier so eine lange Kante haben. Hier nochmal eine Stütze, damit er hier quasi anfangen kann, drauf aufzubauen. Und. Also funktioniert schon mal ziemlich gut. Ich möchte das Objekt aber jetzt nicht mit Support drucken, sondern ich mache das wieder zurück. Und dann möchte ich das Ganze rausrendern. Und dafür gehe ich hier oben auf Post-Process. Beziehungsweise ich kann natürlich hier über Generate entsprechend gehen und kann sagen, ich möchte das Ganze gerne generiert haben. Aber erstmal stellen wir das Ganze ordentlich ein. Hier sagen wir erst einmal, was wir denn überhaupt, naja, generieren möchten. Und da sage ich, okay, ich habe hier eine Generic FFM-Maschine, also FDM-Maschine oder FFF-Maschine. Und hier unten gibt es einen Name bzw. einen Number. Und das ist natürlich dann der Dateiname, wie ihr unten drunter schon lesen könnt. Und den nennen wir jetzt einfach mal Make-O-Rama Key-Fob. So, Kommentare brauchen wir dazu nicht zu geben. Ich gebe den jetzt einfach mal hier im Harlequin-Test-Ordner aus. Das ist ein Ordner, den ich angelegt habe, wo ich die ganzen Testobjekte reinpacken kann. Ich möchte das Ganze nicht zum Fusion-Team posten. Die NC-Extension ist natürlich G-Code. Und nein, das brauchen wir nicht. OpenNC in File-Editor brauchen wir auch nicht, sonst würden wir uns den G-Code nochmal, falls wir den nochmal irgendwie bearbeiten müssten, um irgendwelche Kommandos einzubauen, also irgendwelche speziellen Kommandos, was weiß ich, ein G28 zum Homen oder so in Richtung,
Nur als Beispiel. Dann könnten wir das nochmal direkt im Editor nachpflegen, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Und ich sage jetzt hier Post. Und dann gehe ich auf Generate. Und er generiert mir jetzt hier entsprechend das Objekt mit einer Druckzeit von 14 Minuten und 51 Sekunden. Und dann gibt es hier noch was für die Leute, die sich gerne die einzelnen Schichten angucken und gerne gucken wollen, wie denn der Toolpath ist, also der Werkzeugpfad, der Druckpfad ist. Und da habt ihr natürlich die ganzen üblichen, wie heißt es, die ganzen üblichen Elemente hier unten, um das Ganze abzuspielen einfach mal. Da seht ihr, wie das Ganze aufgebaut wird, Stück für Stück. Ich kann das auch nochmal drehen. Ihr könnt das Ganze auch irgendwo anhalten und könnt natürlich auch das Ganze verlangsamen. Blup. Oder aber auch beschleunigen. Und ihr seht schon, er baut jetzt da Stück für Stück das Objekt auf. Das finde ich ziemlich cool. Und dann sage ich hier, okay, ja, Post-Process. Diese Sachen hier an der Seite berücksichtigen wir jetzt erstmal nicht. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sondern wir müssen jetzt hier, weil da noch ein Ausrufezeichen ist, natürlich nochmal den Ordner natürlich festlegen. Und da gehe ich jetzt hier mal in diesen Ordner rein, Fusion 360, und sagen hier Post. Und schon ist das Ganze erfolgreich. Wir schauen einmal in den Finder rein. Und zwar in Things. Sliced, Fusion 360, Harlequin, Testdrucke, Keyfob.gcode. Den können wir uns noch mal in einem anderen Slicer gerne mal anschauen. Und dann können wir dieses Objekt auch noch mal gerne in einem anderen Slicer öffnen, um zu schauen, wie das Ganze dann ausschaut. Ich nehme mal das Fenster gerade hier rüber. Und dann gehen wir mal rein und wir sehen, die Maschinendimensionen kennt er natürlich nicht. Er hat es nur rein die Datei bekommen und geht es einfach von der Standardmaschine aus, die in dem Slicer eingerichtet ist. Und dann sehen wir schon, da ist die Primeline, Skirt, Druckobjekt. Und das können wir jetzt quasi 1:1 direkt so auf den Drucker draufwerfen und können sagen, wir möchten hier mal unter Testdrucker das Ganze hochladen. Okay. Und wenn das Ganze hochgeladen ist, können wir es natürlich drucken. Das Thumbnail fehlt jetzt hier an der Stelle, aber der Drucker heizt schon mal hoch. Wir haben hier die Drucktemperatur von 240 Grad und die Betttemperatur von 105 Grad. Er hat natürlich jetzt noch nicht die Start-Skripte drin, wie jetzt zum Beispiel bei einem Orca-Slicer oder einem Prusa-Slicer, wo ich ihm sagen kann, okay, fahr erstmal hier entsprechend das Print-Start-Makro ab. Oder setz erstmal die Druckbetttemperatur und die Betttemperatur zu den Werten. Oder mach erstmal ein G28 oder was auch immer. Das haben wir natürlich hier an der Stelle noch nicht drin. Das müsste man nochmal irgendwo einpflegen. Zur Not müsste man das Ganze erstmal im Editor nochmal öffnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sehr intuitiv ist diese Oberfläche in Fusion 360 als Slicer auch nicht wirklich. Aber es ist eine Alternative, mit der man erst einmal arbeiten kann. Wie ihr im Hintergrund bestimmt schon hören könnt, heizt der Drucker ordentlich hoch. Das Ergebnis vom Druck zeige ich euch im Anschluss. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr der Makorama Family beitretet. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen, die den Kanal mittlerweile zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.